Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Garten of Batman 3. Wir spielen heute und ich bin schon am Runterladen, Freunde. Ich habe den Triggerfinger eingesetzt, direkt durchgezogen. Wir werden heute zwei Streams machen. Einmal auf dem Hauptkanal, wie jetzt auch. Und später noch auf Denome Live, da werden wir auf die ganzen Secrets eingehen. Ich hoffe, ihr habt sehr Bock, Leute. Ich bin absolut heiß. Ich habe richtig Laune. Und ich hoffe, dass ihr die 1000 Likes jetzt mal ganz schnell voll macht. Weil ich habe gesagt, 250 Mitgliedschaften auf Ehrenmann-Basis haue ich raus. 50, entschuldigt, für 250 Euro, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ja, Leute, haut mal erstmal rein. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und ich hoffe, Stream läuft auch stabil. Ne? Wird heute ein bisschen stressig, aber kriegen wir alles hin. So, wie sieht's aus? Leute, mach mal rein jetzt. Lasst mal ein Like da, habt ihr Bock drauf, Chat? Ich bin richtig ready. Ich würde das gerne direkt erledigen. Direkt. 50 fehlen noch, komm. Ich mach schon mal rein. Auf entspannt, kriegen wir heute easy hin. So, ich verschenk. 50 Stück. 250 Euro, Digga, das tut weh. Wir sind drin, ich kann rein. Garten of Batman ist fertig geladen. Ich kann instant in dieses Game connecten. Wir machen's. Aber erstmal muss ich natürlich meine 50 Mitgliedschaften raushauen. Und wartet ganz kurz, der Chat ist noch nicht da, das klären wir einmal. Kuss geht raus, hier seht ihr es, meine Freunde. Ich hab's gesagt, ich mache es auch. 250 Euro sind weg, let's go. Schön, dass ihr da seid, wir gehen rein, Garten auf Batman 3. Puh, alright, let's go. Wer ist hyped? Digga, ich. Ich bin absolut hyped. Man kennt ihn. Ich bin gespannt, wie doll es mein PC auseinander nimmt. Ich hoffe nicht so doll. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Hä? Bruder, was passiert hier? Uff, Digga. Brutale Musik. Okay. Game ist ja noch nicht eingestellt. Ton ist absolut laut. Gebt mir einen kleinen Moment. Ja, wir fahren mal lieber ein bisschen runter. So ist, glaube ich, ganz gut. Okay, Leute. Okay, Leute. Titel, ey, Deutsch, Digga. Ich kann auf Deutsch stellen. Let's go. Alter, deutsche Sprache. Auf entspannt. Alright, okay. Wir machen mal V-Sync an. Ich glaube, das passt alles. Ich muss jetzt erstmal gucken. Sehr gut. Fühlt sich clean an. Okay, Leute, seid ihr ready? Seid ihr ready für Garten auf Benen? 3. Okay, wir gehen rein. Let's go. Und man sieht schon, direkt Garten auf Batman 4. Wir gucken später rein, Chat. Wir gucken später rein, ne? Neues Spiel. Yalla. Yalla rein. Was sehen wir hier? Für Eltern, die nach ihrem vermissten Kind suchen, ist Zeit eine heikle Sache. Klick auf die Uhr, um die Zeit zu verlängern. Wir haben hier Queen, keine Ahnung was, sehe ich noch nicht so gut. Sheriff Todstar ist jetzt auch mit dabei, Stingy, Flinny und Nap-Nap da hinten ist auch am Start, Leute. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an Chapter 2 erinnern. Ja, wir klicken mal voran. Da ist ein Schrank gespawnt. Okay, sehr interessant. Alles im Blick behalten. Chat, alles im Blick. Digga, die Spiegelung hier auch. Zu wild. Was ist das? Da ist ein Ausrufezeichen. Da ist ein Ausrufezeichen. Die Musik ist weg. Oben das Licht betrachten. Es könnte wild werden. Wir machen ganz entspannt. Tische verschwinden. Nach und nach. Es wird dunkel. Ist irgendein Charakter neu? Irgendwas hier passiert? Nein. Da liegt was auf dem Tisch. Irgendwas. Ist das eine Spiegelung? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Nicht so viele Emojis. Caro, lass gut sein. Heute lockern wir das mal ein bisschen auf. Du weißt ja, wie das ist so. Stream, viel ist los und so weiter. Da ist es mit Emojis schon okay. Es sei denn, es sind die ganz normalen Emojis. Ne? Dann kannst du irgendwann, aber mach mal erstmal ganz locker. Ich glaube, die Leute sind sehr heiß. Okay, wir gucken weiter. Also Tisch verschwunden. Oh, was ist das? Da auf dem Boden. Donation. Was geht hier ab? Check ich noch nicht so ganz. Alright. Uff. Wir sind drin. Wir sind runtergefahren. Es geht los, Freunde. Ui, jui, jui, jui. Alles klar. Der Information-Kiosk. Alright. Was ist hier oben? Also, wir sind drin. Erster Eindruck schon mal. Sehr interessant. Wir können hier zu Opilla gehen zurück, oder was? Kann man hier wieder rein? Kann ich hier wieder hoch? Ey, geht nicht. Was ist, wenn wir runterfallen? Bin ich dann tot?
Safe. Okay, machen ganz entspannt, Chat. Queen Bouncelia? Spring so hoch, wie du kannst. Aber niemals zu, ich weiß gar nicht, Conclusions. Ach, springe so viel, wie du kannst, aber niemals... Conclusions kann ich übersetzen. Ich kann das Game nicht minimieren, ansonsten dreht mein PC wieder durch. Der böse eine sagt, mach deine Hausaufgaben und sei nett. Wenn du uns nicht beitreten willst. Also hier, sind das die da, die Kids, die das sagen? Okay, wir haben eine Drohne. Glad to see you've made it. I don't know how you did it, but then again, you survived a giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Batman redet mit uns. Again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. Batman hat Angst vor uns, weil mir einen über den Kopf gezogen hat im zweiten Chapter. I'm prone to violent instincts, and I do not trust myself for giving you again. Donation. Er hat sich in einem Überwachungsraum eingeschlossen, ne? Wo kommt das her? Hier? Es gibt noch viele weitere Stockwerke unter uns. Sie sind verschlossen. Also pass auf, dass du nicht fällst. Wir sind auf der Suche nach unseren Kindern, Leute. Wir sind auf der Suche nach unseren Kindern. Es gibt mehrere Geschosse nach unten. Vermutlich geht's hier noch viel, viel weiter runter, da jetzt. Und die Kids, Leute, die suchen wir halt, unsere eigenen Kinder. Wir sind also ein Papa. Und es gibt nur einen, der das weiß, wo die sein könnten. Und der ist im Wassersektor. Stinger Flynn, meine Freunde, weiß, wo die Kids sind. Okay, wir haben eine Batterie gefunden. Auf chillig. Hier ist ein Papier. Lass mich einmal gucken. Ich wusste schon immer, dass ich eine unglückliche Person war. Aber das ist ein neuer Standard. Ich habe irgendeinen Flur verlassen. I leave a bustling floor for the washroom. Auf einmal waren alle weg irgendwie, sagt er, ne? Und irgendwie hat das was mit Opilla zu tun. Ich kann das schwer übersetzen. Mein Englisch ist nicht perfekt, Leute. Aber das ist schon, da sind schon einige Vokabeln bei, Digga, muss aber nochmal nachhelfen. Die Frage ist nur, also die Frage, die er sich stellt, Opilla Bird ist anscheinend gefährlich. Er fragt sich, warum Opilla Bird halt draußen rumläuft, ne? Okay. Irgendjemand ist gestorben durch Opilla Bird. Wir wissen aber nicht, wer. Muss ich mal schauen. Was ist das da drüben? Junge, was geht denn da ab? Siehst du das? Alter, was geht denn da hinten ab? Okay, Map ist deutlich größer. Seht ihr das? Diese Lichter da drüben. Da ist ein Licht. Da hinten sind Lichter. Ganz komisch. Danke erstmal für die Donuts, Leute. Leo Tengler. Ja 09. Gaming Area Fan, Garten auf Nap, zweimal dabei. Kuss geht raus und danke nochmal für 5 Euro an Ja09 nochmal. Hier ist die nächste Batterie. Okay, ich hab sie. Können wir die jetzt? Ja, wir können rein. Ich nehme den Cowboy-Hut, Leute. Ich nehme den Cowboy-Hut. Wir machen die Farbe rot. So, ich will Drohne haben. Die Drohne ist hier. Okay, wir haben sie. Hier kann man Kassetten reinpacken. Sehr interessant. Okay, wir gucken weiter. Was haben wir hier? Wir können wahrscheinlich da drüben mal die Drohne aktivieren. Da mal rein connecten. Oh, vorsichtig. Ja, der ist am Fliegen. Und rein damit. Rein, habe ich gesagt. Sehr gut. Und einmal hier rüber, bitte. Oh, ob der das alles hinkriegt, werden wir sehen. Guck dir das Ding an. Junge, voll raufgeflogen. Okay, wir können die erste Tür öffnen. Was geht hier ab? Die Pausenhalle. Ich kann Stift einsammeln.
It's how you get from station to station. Ich hab einen Stift. Ich hab noch einen Stift. Ich hab noch einen Stift. Ich sammle erstmal die Stifte ein und guck mal, was hier so Sache ist. Leute, was steht hier auf dem Boden? Claire war hier. Haben die hier mit Wachsmalstiften auf dem Boden gemalt? Slow Celine wurde auch gemalt. Baby. Da ist er wieder. Wo kommt das denn her? Nigel! AKA Donation Master 2023 ist wieder dabei. Moinsen, Brudi, was geht? Schön, dass du da bist. Ich sammle mal hier ein. Erstmal die Stifte. Wir gucken mal an, Leute. Da haben wir jetzt die Charaktere, die uns dieses Game erwarten. Und wer hat, Leute, Chat. Wer hat Captain Fiddle die Hose gemalt, Chat? Wer war das? Wer hat von euch die Hose gemalt? Sag, wie es ist. Wer war das, Chat? Wer hat von euch die Hose gemalt? Irgendeiner. Eddie, Fabrizio, du warst es? Ich mach Ton ein bisschen lauter. Ich glaube, geht jetzt was. Kann man machen. Ich mach Ton ein bisschen lauter. Okay. Ja, es waren alle, ne? Es waren alle. Alle haben einen Strich gemalt. Mhm. Queen Bouncelia, sehr interessant. Und endlich Sheriff Todd da auch mal was zu ihm, ne? Also, Batman spielt hier irgendwie Musik und ist glücklich. Mhm. Und anscheinend Stinger Flynn hat auch so einen glücklichen Eindruck hier. Und da steht irgendwie Ribbit. Das ist irgendwie falsch geschrieben. Hase soll das bedeuten, oder was? Nap-Nelina ist hier auch. Uff. Schwarzer Nap-Nap, oder was? Guck mal. Komplett schwarz. Es gibt Nap-Nap und Nap-Nelina. Die haben beide einfach... Also Ban-Ban und Nap-Nap haben beide einfach sozusagen eine Schwester oder eine Frau, je nachdem, ich weiß nicht. Okay, wir gucken mal weiter, was ist hier? Ey, nee, ne, Chat. Habt ihr alles rausgenommen? Nichts mehr zu trinken dagelassen für mich? Ich hab Durst. Okay, also könnt... Also... Bro. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was haben wir hier? Die Notiz an den Hausmeister. Donation. Reinigungschecks sind vorausgesetzt, bevor die Schicht beendet wird. Müll muss irgendwo, also Oddities, ich weiß nicht, was Oddities heißt, ne? Irgendwas soll in das Loch geworfen werden. Digga, Stifte. Stifte einfach, Wachsmalstifte und Essen. Und Kati kommt hier, oder was? Krass. Danke für Dono, ja 09, vielen, vielen Dank. Haben wir alles? Okay, hier ist noch ein Stift. Was steht hier? Lonely. Oh nein, Nap-Nap ist am Weinen, Leute. Er ist alleine. Kinder haben das hier möglicherweise gemalt. Hier sind noch Stifte oder was? Opilla Bird wird auch noch gemalt. Mhm. Crazy. Was haben wir hier? Erstmal soweit nichts. Ja gut. Hier ist die Keycard. Hier ist die Keycard, Leute, und ein Zettel. Okay, folgendes machen wir. Ich schmeiße jetzt erstmal die Stifte rein. Hättet ihr eure Stifte nicht einfach wegschmeißen können? Manno. Also, ich bitte euch. Wie viele Stifte soll ich da reinpacken? Ja. Lauter! Okay, ich mach laut. Ich mach komplett. Ich übertreib jetzt. Ist gespeichert? Nee, ist nicht. Ich muss anwenden drücken. Give me a second. Das war's. Ich kann keine Stifte mehr reinwerfen. Ich guck mal den Zettel an. Hallo, Mami. Die nette Qualle ist sehr stark. Er hat jeden von hier weggetragen. Aber Miss Mason hasst ihn. Und ich weiß nicht warum. Oh nee. Kein Bock auf eine Qualle, ne? Leute, ich habe keinen Bock auf eine Qualle jetzt. Ich. Junge, was ist das? Alter! Ich hab Angst vor dem Ding. Ich weiß halt echt nicht, was das bedeutet, ne? Was ist das für ein Teil? Was ist denn das für ein Ding? Das ist der Aufräumer, oder was? Das Ding macht schon Angst, oder? Weg. Was steht hier? Ah, Schlüsselkarte wurde rausgeworfen, oder was? Okay, wir haben einen Schlüsselkartenspender hier vorne. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine pinke... Oh, Floor 3 steht oben sogar drauf. Cool.
Alright, Leute. Wir können einen anderen. Was? Wir können ein anderes Geschoss? Wir können ein anderes Geschoss? Uff. Was ist hier drin? Da liegt was. Was ist da hinten? Warum können wir da nicht rein? Okay, wir gehen zurück. Let's go, rein. 1900 Zuschauer sind wir schon. Also Leute, ich freue mich ja, ne? Ich freue mich ja. Wir gehen jetzt erstmal hier rauf. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Bring mich los. Komm schon. Rudi? Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was jetzt hier passieren soll. Können wir los? Da war Nap-Nap. Wo? Wo war der? Wo war der? Ich habe ihn nicht gesehen. Da war Nap-Nap. Wo? Was soll ich jetzt mit der Schlüsselkarte machen? In dem Loch, dort bei dem Licht, okay. Hier drin. Aha. Ich habe ihn nicht gesehen, Leute. Ich habe ihn echt nicht gesehen. So, wir schauen mal weiter. Kann ich nach da oben gehen? Nö, kann ich nicht. Hallo, Drohne? Ich muss jetzt mal los hier. Was läuft denn jetzt hier? Ich drücke ja den... Sag nicht, das Game ist verbuggt, ne? Wäre krass jetzt. Kann ich hier irgendwas machen? Sollen wir uns nochmal um... Ich bring mich nochmal um. Nein! Ah! Ekliger Sound. Junge, wer hat dieses Münzenrollen eigentlich erfunden? Hab ich da Bugs gehört? Big Surf ist auch dabei. Bruder, was geht ab? Ich will von dir zu dem Game wieder ordentlich Compilation sehen, ne? Mein Bester. Meme-Compis ist auf jeden Fall. Also, da bin ich schon richtig gespannt. So, Leute. Ich stell mich mal hier rauf. Digga, das Ding fährt nicht. Das Ding fährt nicht. Bro! Sag nicht, das verbuggt. Oben? Ich guck oben. Oh mein Gott! Scam! Oh mein Gott, Scam! Let's go. Wo fahr ich hin? Bro, wo fahr ich hin? Nein. Nein, was geht jetzt hier? Alter, wie groß ist die Map? Nicht zu meinem Zuhause, Indoraptor. Was ist das da? Oh, das ist richtig gruselig. Ich spring direkt rüber. Ich kann nicht warten. Ich muss... Bauhelm? Den nehme ich mit. Ich habe einen Bauhelm gefunden, Leute. Wo bin ich jetzt? Ich bin im progressiven Sektor? Progressive Sektor? Fortschrittssektor oder was? Es gibt wieder Medical Sektor. Okay. Ganz gucken. Wir sind 2000 Leute, Denno. Okay, warte, ich muss einmal minimieren. Das ist nicht so einfach mit dem Spiel, Leute. Ich will einmal kurz eine neue Nachricht pinnen. Für alle, die es interessiert. Zuschauerrekord liegt bei 5867. Das ist unser Rekord. Falls ihr den heute knacken wollt. Ich gehe halt davon aus, dass es sehr schwer wird, aber wer weiß. So, wir gehen gucken. Was ist das denn? Ich kann da nicht hinfahren. Oh mein Gott, ich bin umsonst hierher gefahren, ne? Kann ich darüber? Vielleicht. Warte mal, geht's hier hin? Geht nicht. Geht nicht. Aber da kann ich rüber. Okay, es gibt 4 Sektoren. Interessant. Uff. Habe ich was verpasst, Enno? Naja, wir haben halt Garten of Man 3 angefangen. Ninja. Ich habe die... Was ist das da hinten? Hier ist ein Zettel. Ich nehme den auf. Fall-Update-Report. Oh, oh. Case 6. Der Teufel. AKA der Teufel, Leute.
Der hat irgendwie rebellisches Verhalten gehabt und unverändert gewesen. Nachdem K7 vorgestellt wurde. Ist das vielleicht Nabnelina? Oder und Nabnab? Oder ist es vielleicht Ban-Ban und Ban-Belina? Das kann man schwer sagen. Wir gucken uns die Story später an. Also jetzt machen wir erstmal nicht so viel. Gerade das ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht ganz so wichtig. Wir kommen hier allerdings auch nicht rein. Wir müssen noch einen rüber. Wir müssen darüber, Leute. Let's go. Dankeschön für 2 Euro. Garten of Nabnab. Vielen, vielen Dank. Und Finger auch dir. Danke für 1 Euro. Interruptor Official auch dir. Dankeschön für 1 Euro, mein Bester. Was ist da hinten? Seht ihr das da unten? Das da unten? Ich muss zum Wassersektor, ne? The Devil is Ban-Ban, wegen diesem bösen Modus im Trailer. Oh, stimmt. Wir sind im Wassersektor angekommen. Der Boreal Aquatic Sektor. Wir sind drin, Leute. Stinger Flinny. Was ist das für ein X? Okay. Wir haben hier mehrere Xe. Okay, warte mal. Ich hab eine Idee. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Ich könnte vielleicht ein Fenster einhauen. Vielleicht schon. Er ist nicht ganz darüber geflogen. Ich muss nochmal springen. Ja, hat geklappt. Und jetzt hier durch. Mach das Fenster kaputt für mich, Bre. Komm schon. Jawohl. Wir sind drin, Leute. Ich kann einbrechen. Moment. Wo ist sie? Ich bin drin, eingebrochen. Ich bin drin. Ich gehe rein. Was ist hier los? Was finde ich hier? Keycard, ich nehme schnell mit. Schnell raus, Leute, schnell raus. Okay. Bin wieder da. Das war gerade Einbrecher Denno. Wisst ihr, ich meine? Also, ich bin drin. Gut, ich habe die Schlüsselkarte gezogen. Alright. So, was haben wir hier? Alter, der Raum ist riesengroß. Ich habe keine Ahnung, was hier geht, ne? Okay, lass mal sehen. Ich habe eine orange Schlüsselkarte gekriegt. Da braucht man eine gelbe für. Und was geht hier ab? Was sind das dafür? Oh, nee, ne? Kommt man hier zu Nabnelina und Nabnab? Oh, Nabnelina sagt, es gibt für jeden einen richtigen. Du musst ihn nur finden. Mhm. Das ist eher so auf Nabnab wahrscheinlich bezogen. Okay, machen wir mal die Tür. Oder wie groß ist diese Tür? Weißt du, die Tür ist echt so riesengroß, dass ich glaube, die ist nicht für mich. Da ist irgendwas drin, was ein bisschen größer ist. Stingy Boy. Oh Leute, ich bin so gespannt. Garten of Ban-Ban 4 Trailer raus. Gucken wir später rein, alles entspannt. Wir müssen ja erstmal Chapter 3 durchzucken, ne? Auf ganz chillig. Stinger Flynn ist jetzt hier. Oh. Ich glaube, ich weiß, was jetzt hier passiert. Hallo? Bro, was geht denn hier ab, Mann? Was ist denn das für ein mieser Film? Stingy Boy? Der, guck dir mal die Tentakel von dem Typen an. Oh nein, Alter, ich hab ein bisschen Respekt vor dem, ne? Was passiert, wenn wir ihn anfassen? Hallo, Stingy. Passiert nix. Okay. Ich lauf mal unter ihm durch. Ist vielleicht eine gute Idee. Hallo? Alles entspannt bisher. Nichts passiert. Wo ist das Auge? Wir gucken. Ich gucke ihn jetzt von der anderen Seite an. Da ist er. Leute, Stinger Flynn ist verletzt. Ach du Heiliger. Was ist denn mit dem passiert? Nein. Communication Kiosk. Hä? Leute, Stinger Flynn ist verletzt. Ach du Heiliger. Was ist denn da passiert? Da ist der Weiße. Ich komme nicht rein. Gibt's Fallschaden? Nö. Oder?
Auch nicht, ne. Alter, das Ding auf Flinder, Bro, ist richtig hops. Vielleicht, warte mal. Vielleicht können wir ihn ins Auge mit der Drohne reinfliegen? Wäre eine Idee. Wollen wir es probieren? Ja, einfach machen, oder? Wo ist die Drohne? Communication Kiosk. Bro, wo ist meine Drohne hin? Da ganz hinten. Die ist da ganz oben, die kommt hier nicht mit her. Okay. Er ist am Schlafen, du musst ihn aufwecken. Ich glaube nicht, ne? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Wasser fehlt, Leute. Es fehlt hier, glaube ich, Wasser, oder? Ich gehe erstmal hoch, wir gucken weiter. Was ist denn mit Stinger Flynn passiert, Mann? Der Bray ist ja richtig hops. Drohne einfach weg. Mhm. Einfach da hinten. Ich weiß auch nicht, was das soll. Wir müssen gucken, was passiert ist. Er braucht Wasser, ja, ja. Genau, das denke ich auch. Leute, oben Abo-Counter, ne? Schallert mal fleißiges Abo rein. Für die Einbrechermaske, würde ich sagen, oder? Was ist da drüben? Können wir da rein? Ja. Wir können hier rein. Oh, Galvanium liegt hier. Wir haben hier irgendwie so eine Sprecherbox. Ich guck erstmal. Da vorne liegt was, ein Zettel. Wir haben ja noch eine Tür. Ich guck den Zettel erstmal an. Fallreport 13. Der, die Qualle, The Jellyfish, alias The Jellyfish. Es geht um Stinger Flynn. Fall 13. Endlich hat Fall 13 Gehirn- und Körperaktivität entwickelt. Was bedeutet, wir können ihn bald testen. Fall 13 ist anscheinend irgendwie abnormal und die haben ihn natürlich auch mit komischen Genomen und Galvanium und sowas hergestellt. Und anscheinend hat die Qualle, also Stinger Flynn, relativ schnell angefangen zu denken. Neuroaktivität. Ganz, ganz schnell. Und das war für die sehr neu. Uff. Also es ist anscheinend einer der schlausten Garden of Batman Charaktere. So viel kann ich euch sagen. Was, spielst du gerade Chapter 3? Ja, natürlich, Bro. Was ist das? Ich habe keine Audiodisketten zum Abspielen. Ich habe eine Drohnen-Repair-Station. Wir haben jetzt den harten Hut. Den ganz harten Hut hier. Stackt meine Drohne irgendwie so ein bisschen? Kann das sein? Können wir die da hinfliegen? Ich weiß halt nicht, ob wir die zu Stinger Flynn sozusagen mit reinnehmen können. Müssen wir mal checken. Kann ich die hier runterbringen? Das geht. Okay, wir haben da oben ja nichts gefunden. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Drohne, komm! Wir müssen helfen! Flieg runter hier! Noch ein Stück! Okay, Leute. Die Drohne ist zu dumm. Och, komm schon. Die Drohne ist zu dumm, Leute. Ey! Ey, nee! Ey, nee! Was ist denn jetzt mit der Drohne hier los? Hallo? Oh, Junge, der ist ja richtig am Fliegen. Okay, wir haben die Drohne mit. Ich habe Chapter 3 schon durchgespielt. Mhm. Genau, Janine. Willst du eigentlich direkt einen Bann haben oder später? Was meinst du? Okay, wir bringen das Ding mal da hinten rüber. So, wir haben die Drohne jetzt gleich in Position. Ich würde sagen, wir hauen sie ins Stinger Flynns Auge. Perfekt. Sehr gut. Drohne ist in Position. Rein ins Auge. Wir können die nicht an Stinger Flynn fahren, ne? Oh mein Gott, die Drohne ist weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Chat, wir müssen es, glaube ich, anders angehen. Also nach da oben kommen wir nicht. Ich kann euch noch nicht sagen, was es hier mit dem Typen auf sich hat. Wir können die Tür nicht aktivieren. Was müssen wir jetzt machen? Das ist die Frage, ne? Können wir auf seine... Wir können auf seine Tentakel springen. Das geht. Hier runter ist nichts.
Was wäre, wenn... Gibt es hier irgendwas? Es sieht so komisch aus, Mann. Was ist das da drüben? Wo geht sein Arm dahin? Ziemlich weit irgendwie in keine Ahnung was rein. Okay, nee, da ist alles gut. Okay, die Lösung wird hier unten nicht sein, schätze ich. Wir können noch nicht so viel machen, wir müssen nach oben. Vielleicht nochmal zur anderen Seite? Ich glaube nicht. Also von hinten sehe ich da eher gar nichts möglich. Wir müssen mal weiter gucken. Warum ist Flynn so groß? Das wissen wir nicht. Er ist extrem groß. Ich habe eine Karte, aber die kann ich da nicht aktivieren. Ich kann mit der Karte vielleicht... Ich habe eine gelbe Karte. Müssen wir mit der vielleicht wieder zurück? Leute, kann es sein? Was sollen wir mit der Karte machen? Da war was auf dem Tisch. Wo war was auf dem Tisch? Bin der Meinung, da war nichts. Ich guck mal. Nee. Ich denke, wir müssen mit der Keycard erstmal wieder weg, oder? Yes, wir gehen. Wir können hier nichts tun. Wir müssen wieder zurück. Der Kindergarten wird hundertprozentig geflutet. Also, ich weiß noch nicht so recht, ne? Aber er ist ziemlich groß. Also, so viel kann ich sagen. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Wo wollen wir denn wieder hin? Wir fahren mal erstmal wieder zurück. Ganz locker. Herzlich willkommen in der Familie, Leute. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei seid. Was ist das hier? Wir sind wieder back in business. So, gucken wir mal. Da drüben ist keine Schlüsselkarte notwendig. Das heißt, wir müssen hier erstmal nichts machen. Ey, ich bin so gespannt, was noch passiert, ne? Ich bin ehrlich, ich habe für den Stream... Warte mal, ich muss ganz kurz überlegen. Ich würde mal in den Medical-Sektor fahren, oder? Vielleicht zur Medizinstation. Ich guck. Fahr. Okay, wir können nicht. Wir können nicht fahren. Ich fahre mal direkt hier hin. Was ist da hinten? Dahin geht's, dahin geht's, dahin geht's. Aber was ist das da hinten? Da hinten ist Licht. Ich kann es ganz schwer, ganz schwach erkennen. Ist das ein verbotener Sektor? Was für eine Karte brauchen wir? Gelb. Gelbe Karte. Ja, Leute, oder? Gelb oder grün? Nein, grüne Karte. Ach, verdammt. Ich wurde zu Hops genommen. Ich bin farbenblind, ne? Direkt. Okay, können wir hier rüber? Dahin geht's nicht. Die Lichter sind weg. Okay, wir gehen mal weiter. Ey, Denno, ich zwinge meine ganze Familie und meine Freunde, dich zu abonnieren. Eis, wir sind so. Freue ich mich. Ah, also eigentlich ist immer ein Like geben schön und wenn ihr natürlich einfach den Stream bis zum Ende guckt, ne? Das ist schon ein brutaler Support, Digga. Ist so. Orepo, heute keine Roblox posten, bitte. Ich habe ja schon gesagt, fokus dich auf Instagram, ne? Bitte drauf achten, Bro. Das hat nicht viel mit dem Game jetzt zu tun. Wir streamen später noch weiter. Es gibt heute zwei Streams, okay? Heute gehen wir noch auf Denome Live rein. Guck mal, da unten ist Dinger Flynn. Das Licht ist jetzt an. Da unten, man kann ihn sehen. Ach was. Ach was. Man kann alles sehen. Man kann alles sehen. Warum hast du so viele Kanäle? Ja, Digga, weil ich Bock hab. Weißt du, wie ich mein? Okay, wir müssen jetzt schauen. Gibt es hier irgendwas zu finden? Mal sehen. Also, wir suchen jetzt nochmal alles ab mit dem Scanner, mit dem Auge. Habe ich da gerade was leuchten gesehen? Hä? Hat da gerade was geleuchtet? Nein.
Okay, dann schmeiß ich ein paar Stühle um. Mann, ey. Das Sprechding. Ja, das können wir halt nicht benutzen und keine Audiokassette, ne? Ich denke, bei Stingy. Es ist bestimmt dort ein Knopf oder so. Drohne, komm. Du kannst mit der nicht ins Auge stechen, das geht nicht. Eigentlich geht es nicht. Ich nehme die Drohne jetzt nochmal mit. Vielleicht müssen wir was mit der Drohne machen. Da ist noch ein Schrank, ne? Keine Knöpfe hier. Eigentlich sind ja immer diese easy Knöpfe dabei. Ich nehme die Drohne jetzt erst mal mit. Okay. Ganz genau gucken, Chat. Ganz genau gucken. Gibt es hier... Es ist alles ziemlich dunkel. So viel kann ich sagen. Kann man das eventuell bisschen... Warte mal, von der Belichtungsqualität... nee, da kann man leider... Warte mal, Helligkeit könnte man höher stellen. Habe ich gemacht. Das Game ist jetzt deutlich heller. Kriegen die Drohne nicht ganz mit? Ja, sie fliegt wieder. Okay, jetzt haben wir die Helligkeit ein bisschen höher gesetzt. Damit kann man arbeiten. Hier ist allerdings bisher nichts. Ach was, da oben, der Knopf, Leute, der Knopf da oben. Wir nehmen die Drohne gleich mit. Digga, die ist ja richtig wild unterwegs. Ich hab den Knopf nicht gesehen, Chat. So dumm. Oh, oh. Hallo, Stingy. You've had a rough day, I can tell. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. I can also tell. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. Was geht hier ab? I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Macht ihr eigentlich Auge? Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Morgen wird ein besserer Tag. Ich soll hier einfach gehen. Stinger, Finger weg. Nein, was macht er mit mir? Wo bin ich? Oha, was geht denn jetzt ab? Was ist denn das hier für ein mieser Film? Ey, Leute, Mann, was geht? Herzlich willkommen heute, Strand-Denno. Ich, hab meine Badehose noch nicht dabei, aber ich mache hier einen ganz entspannten und hier sind Gießkannen. Und hier sind schon wieder Gießkannen. Und hier chillen schon wieder Leute. Oh, no. Ich glaub, Stinger Flynn kann Gedanken verdrehen, ne? Ich glaub, der kann das. Weil, warum bin ich jetzt hier? Oder das Wellenrauschen. Zu wild. Leute, wer kommt mit Strand? Ihr seid alle eingeladen. Alle, die hier raufpassen. Ihr könnt alle hier baden gehen auf chillig. Wollt ihr kommen? Garten auf Ben Ben. Plötzlich Garten auf Beach Party. Da ist ein Auto. Kann mir mal einer erklären, warum hier ein Auto steht und hier nur eine Insel? Das ist sein Zuhause. Down in the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature. When I feel that I'm straying too far off my original course, I head to the room you found me meditating in to mentally review. Der meditiert in dem Raum, Leute. And then I'm reminded that what I'm fighting for is worth. Er ist der Gute, Stinger Flynn ist ein Guter. Er kämpft gegen alle. None of this is real. But it all could. Was ist er hier für einer? Er hatte noch nie echte Sonnenstrahlen auf seiner Haut, ne? Guck sein Auge an. Kuss geht raus, Herr Zauber, vielen Dank. To deliver me to where I choose to be. Oh, to live the simple life of a completely brainless jellyfish.
Just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. Er will gerne Qualle sein, ne? I admire your courage, so I'm giving you the chance to walk away. Er gibt mir die Chance wegzugehen. That way you won't lose both your life and the chances of your child. Ja, ich... Was ist das denn hier gerade gewesen? Einfach eine kleine Babyqualle. Was ist dieser schwarze Fleck auf der linken Seite? Ich weiß es nicht. Wo wache ich auf? Ich bin im Strand. Das kenne ich doch. Keine Leber, keine Gedärme. You, sir, need to have more organs. What am I supposed to eat when there's nothing to eat? Wer ist er denn? Don't have to look elsewhere. Er will sich woanders umsehen. Leute, was geht denn da ab? Batman, er will mich essen, Mann. Meine Leber und so. Der macht sich heute richtig entspanntes Schnitzel. Hä? Was ist mit mir passiert? Ich hab jetzt Quallenarme. Yo. Digi, krass. Okay. Einfach jetzt Dinger Flynn geworden, oder was? Auf chillig. Was ist denn das hier? Ich bin jetzt wieder in Chapter 2 Back to the Roots, oder was geht hier ab? Ich komme nicht raus. Wir sind aber wieder drin. Es ist übelst dunkel. Alter Schwede. Okay, hier ist ein Knopf. Ich muss jetzt wahrscheinlich das Kanonenspiel nochmal zocken. Kann ich nicht. Es gibt eine Schüssel. Ach was. Cool. Ja, okay. Da vorne ist die Schlüsselkarte. Ich nehme sie mit. Wir gehen hoch. Alter Schwede. Stinger Flynn geworden. Ich kann euch aber nicht sagen, was hier gerade passiert. Shoot! Okay, das Game war schon recht easy. Oh oh, oh oh. Hat geklappt. Was geht denn hier ab? Ich muss das Game dreimal gewinnen. Dreimal. Jetzt wird's ein bisschen trickier. Jetzt geht's hier über diese ganzen Seiten. Ich stelle mich hier oben hin. Wir schießen Laser rauf. Passt nicht. Wir müssen näher ran. Der Timer ist zu Ende. Nicht gut. Okay, wir müssen nochmal starten. Also, das Game ist deutlich schwieriger geworden. Das Ding ist ganz locker. Ich habe das Gefühl, das Game wird heute sehr lange gehen, Freunde. Sehr nice. Nochmal gucken, was geht hier ab. Aha, aha, aha. Ich drehe mich extra hier hin. Ja, perfekt. Und das nächste Ding ist durch. Sehr gut. Ja, es geht weiter. Okay, zweites Rätsel gelöst, jetzt noch das dritte. Jetzt wird's ein bisschen trickier, weil hier unten geht auch los. Tüt. Dass wir die Kanonen auch nicht benutzen können, ne? Okay, da oben. Und shoot. Alright. Ich glaube, 5 Stück müssen wir jetzt machen. Da oben ist der nächste und Hit Nummer 3. Okay, sehr gut.
Leute, lasst mal ein Like für Garten of Batman 3 da, ne? Die Community beschwert sich schon. Wie kann das sein? 2500 Zuschauer, aber viel zu wenig Leute, die ein Like da gelassen haben. Ja, okay, verstehe ich. Die dürfen sich aber aufregen. Ich hab Respekt. Ich hab Respekt. Ich hab Respekt. Das Ding ist durch. Müssen wir jetzt haben. Jawohl. Jetzt kommen wir hier rein. Was ist das, Mann? Boah, wenn ich springe. Wir sind in dem Room drin. Den kennen wir irgendwo her, ne? Ich drück einen Knopf. Können wir rausgehen jetzt? Stell mal vor, wir können jetzt Monster attacken. Wie krass wäre das? Wenn wir einfach Monster angreifen können. Hier unten ist nichts. Ich dachte, es hat sich hier was geöffnet. Wir können wieder in den Flur laufen. Bro, jetzt wird's crazy. Wir haben vier Sektoren. Ich will's nur gesagt haben. Oh. You are not one of them. You are not one. You need to hide. They are coming. Was? Ich muss mich verstecken? Sie kommen gleich? Wer kommt gleich? Wer kommt gleich? Da kommt einer! Oh nö. Oh nö. Ich bin im Knast. Sheriff Totster Jail. Ich bin im Knast. Oh no. Ich bin im Knast, ne? Sheriff Totsters Mission. Sheriff Totster fängt Kriminelle. Fange ihm 10 Kriminelle und du bekommst einen Preis. Da oben. Ich hab den ersten. Rein in den Knast. Du kommst in den Knast, Junge. Okay, geil. Ich bin jetzt der Gefängniswärter. Chill, ich hab was. Einen Moment. Ist klar. Okay, ich bin jetzt der Gefängnis. Ich bin jetzt der Gefängnismann. Wir gehen rein, let's go. Alles klar, wo sind die Verbrecher? Hä? Okay, wir gucken. Dein Ausweis bitte. Ich hab gesagt, dein Ausweis! Wie sind die Personalien? Es ist Eimer Mac Peterson. Eimer, du wirst gesucht. Ich nehme dich mit! Ab in Knast mit dir! Rein jetzt! Der nächste Eimer ist drin, und da bleibt ihr auch. Wo sind die anderen? Wo sind die? Ah, da hinten, verdächtige Person, auf dem Stuhl sitzend. Ich näher mich. Schönen guten Tag, Sir. Allgemeine Kontrolle, allgemeine Personenkontrolle jetzt hier. Krieg ich mal den Ausweis? Auf die Rücken, Hände auf Rücken! Erledigt. Das war's schon. Hier, der hat schon Angst bekommen. Den kann ich direkt mitnehmen, ne? So, mein Lieber, Hände auf dem Rücken, alles klar, Handschellen dran. So, zwei haben wir mit. Bringen wir weg. Ich bin hier Sheriff. Ich sag euch, wie es ist. Rein damit jetzt. So, was ist... Ah, wer bist du denn hier, ne? Na, mein Kleiner? Was hast du dich hier verlaufen, oder was? Mitkommen. Ich hab gesagt, mitkommen! Da packe ich den jetzt ein. Ob ich mir dumm vorkomme, wenn ich Eimer verhafte? Möglich. Aber wir machen weiter. Was ist das hier? Drücke, um Runde 1 zu starten. Ah, das machen wir mal lieber später. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Allgemeine Personenkontrolle. Ich will einmal den Ausweis haben. Hände aufrücken. Und mit. Die haben wir. Die haben wir. Okay. Passt schon. Gut. Die kommen rein in die Zelle. Tja, Jungs, das füllt sich hier, ne? Heute nicht mit mir. Guck dir den an. Die prügeln sich schon drin. Ist mir egal, was da hinten? Oh, Leute, ich hab da einen. Ich schleich mich an. Psst. Eddie, der Teddy, mein Bester. Dankeschön für 60 Euro. Vielen Dank.
Kuss geht raus. Dankeschön, Brudi. Das ist so ein geiler Stream, feier ich, Bro, und ich muss dir gönnen. Kuss, Kuss, was ist denn dein Lieblingsmonster in Garten of Banban? Dankeschön, wir gucken mal rein. Ich weiß es noch nicht, Brudi. Ich habe hier gerade einen ganz wichtigen Kandidaten. Warte mal kurz, wir müssen uns ransneaken. Dim, dim, din, din, dim, dim, din, din, dim, dim, din, 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 din. Hände auf den Rücken, sie sind festgenommen! Erledigt. Okay, wir haben den nächsten. Also, 8 Verbrecher haben wir. Kollege, hast du das unten gehört? Ich ergebe mich lieber gleich. Hab ich gar nicht gesagt, Leute, war der Eimer. Und da ist der letzte. Ah, der Bossraum. Ha, du bist hier also der Boss von der Bande, Kollege. Ich sag dir eins. Wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour machen. Die harte Tour. Ich kleb dich auf den Boden, ich schlag ein bisschen drauf und nehm dich fest. Oder du ergibst dich freiwillig. Er nimmt die weiche Tour. Finde ich gut. Wir gucken mal. Oh. Was ist das denn? Es ist irgendwas aufgegangen. Eine Tür hat sich. Was ist das hier? Bro, was ist denn das? Secret gefunden? Secret gefunden? Secret gefunden! Secret! Wir haben ein geheimes Tape! Detektiv Denno ist ja heute wieder dabei, wa? So ein Ding ist das nämlich. Ja, genau. Ich sag euch, wie es ist. Aber lockeres Ding. So. Ich hab hier alle abgeliefert, ne? Die sind jetzt drin im Knast. Die Tür geht auf. Ich krieg was. So, gut. Das war's dann heute auch mit meiner Schicht. Passt. Wir sind wieder drin. Also, Leute, ich, heute Einbrecher, Polizist bisher gewesen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich nehme die blaue Schlüsselkarte mit. Wir haben ein Audiotape gekriegt. Die Schlüsselkarte für Floor minus 3 in Blue. Ich weiß, wo es damit hingeht. Wir können diese Schlüsselkarte aktivieren. Machen wir. Brudi, was passiert, wenn ich hier daneben laufe? Ich muss von vorne... Ich dachte schon, da passiert was, ne? Okay. Wir müssen schnell sein. Wir müssen sehr schnell sein. Junge, wie schnell soll ich denn sein? Hallo? Hallo, Game? Was geht denn jetzt ab? Okay, ich glaube, wir müssen auch mitspringen und so. Habe ich erledigt. Und jetzt, da hinten ist ein Hut. Ich habe einen Hut gefunden und wir sind am Ende von dem Rätsel. Und jetzt können wir Runde 2 starten. Was? Och nö. Och nö. Ich muss den... Ich muss, glaube ich... Ich muss, glaube ich, auf diese Dinger raussteppen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber wir finden das gerade mal raus. Ach, ich muss da raufspringen. Ich muss springen. Ach so. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Ja, dann ist das Ding ja jetzt falsch gewesen. Okay, Leute, ich muss springen. Junge, da komme ich mir ein bisschen dumm vor, ne? Geiles Rätsel. Okay, wir haben erste Runde erledigt. Nice, nice, nice. Sehr nice. Lass mich einmal kurz gucken. Alright, okay. Ich muss einmal kurz was erledigen, Chat.
Meine Jungs warten nämlich auf Videos und ich muss hier nebenher nämlich ein bisschen was erledigen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ich bin gespannt, ob es jetzt Beeinträchtigungen im Stream gibt. Ach du Heiliger, das ist auf jeden Fall nicht wenig, was ich jetzt hochladen muss. Gebt mal einen kleinen Moment. Ich muss einmal, das hat so einen technischen Hintergrund, ne? Das muss ich jetzt halt als erstes einmal machen und mal ganz kurz gucken, ob es hier Probleme gibt. Die gibt es nicht, genauso wie ich erwartet habe. Denn ich bin ja vorbereitet. Ey, Denno, spiel mal Minecraft. Digga, das sind die richtigen. Siehst du gerade was, Zockbo? Also Minecraft eher schwierig. Oh, Junge, es geht richtig schnell los. Puh. Und zurück. Jawohl, wir haben es geschafft. Und jetzt? Die Tür geht auf. Eieiei. Im Sheriff Todster Room gewesen. Okay, okay. We are going in. Dancing Denno on the Dan Hüpfler. Was ist das hier? Die Tür ist offen. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. Was mir passiert ist, ist einer von Stinger Flynn's Tricks. But we have something more. Stinger Flynn ist im progressiven Sektor. Open now, which means he's inside. Nein, Nap ist jetzt hier drin. And it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with it. Nein, wir müssen Nap besiegen. I have a solution, but you won't like it. Die Lösung wird mir nicht gefallen. Geh in den medizinischen Sektor. Nap verfolgt uns. Stinger Flynn ist gerade abgehauen, der verdammte Gauner. Okay, das sieht hier alles ziemlich sass aus, aber warte mal. Wir haben die Audiokassette. Wisst ihr was? Das machen wir später auf dem Denome Live-Kanal. Werden wir die Audiokassette checken. Wir gehen mal erstmal nur der Story so ein bisschen nach, okay? Wir machen nachher die Secrets in einem weiteren Stream noch auf dem Live-Channel. So, jetzt muss ich aber einmal gucken. Dahin. Alright, es geht los. Wir fahren jetzt hier rüber. Und dann müssen wir da hinten hin. Die Kassette beim Sprechding machen wir später. Ich sagte doch, vertrau dem nicht. Ah, Chaos, ne? Ich weiß, du hast recht. Wir sind da. Das ist nicht der medizinische Sektor. Ich hätte eventuell nach oben fahren müssen. Ah, das ist jetzt natürlich blöd. Dann fahren wir doch mal. Ich guck mal, ob hier irgendwas Neues ist, Leute. Wer weiß. Vielleicht gibt's ja irgendwas, was sie dann übersehen oder so. Okay, die Rooms hier sind natürlich klar. Es ist nichts Neues passiert. Hier auch nicht, ne? Da kann man auch nichts machen. Alright, wir fahren direkt nach vorne. Machen direkt Vollgas. Direkt Jalamann. Ich sage, dass Ben böse ist. Magalor, meinst du? Ich glaub nicht, das sah doch voll nett aus. Ich glaube, es gibt einen bösen Zwillingsbruder von Ben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Bist du live? Aurelio, ja, bin ich. Das ist ein Livestream hier, mein Bester. So. Wir haben die gelbe Schlüsselkarte. Wir sind jetzt im progressiven... Nee, das ist die grüne. Wir sind im progressiven Sektor. Müssen aber direkt weiterfahren mit der blauen Schlüsselkarte. Nämlich da jetzt gleich rein. Pasta. Ich denke, er ist böse und hat einen guten Bruder. Könnte sein, Kupi. Viele Grüße auch an die Mods, Musan. Vielen, vielen Dank. Ich check nichts, weil ich auf Klo war. Ah, Digga, schwierig. Nimm noch Handy mit auf Klo. Okay, was haben wir hier? Wir kommen rein. Medizinischer Sektor, Leute. Wo geht's hier rein? Oh, nee, na, was ist das denn? Hallo? Moin, ich bin's, der allerechte Tim. Da ist eine offene Tür. Leute, da ist eine offene Tür. Oma Carlos, danke erstmal für den Euro, ne? Mein Bester. Da ist eine offene Tür, Leute. Alter, wie viel Galvanium liegt hier. Die machen hier richtig dicke Experimente. Seht ihr das? Wie viele Fässer haben die hier gelagert? Oha. Okay. Grüne Schlüsselkarte erforderlich. Wir können nicht rein.
Wir wissen, zweimal grüne Schlüsselkarte ist gefordert. Da hinten ist eine Tür, ne? Oh, nee, Mann. Oma Carlos, Dankeschön für 2,50 Euro, mein bester Kuss geht raus. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Offene Türen heißen nie was Gutes. Na, was soll ich sagen? Hallo? When Nab-Nab escaped, it wasn't long before workers started to disappear. Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of... Digga, was ist das denn? Nab-Nalina was that solution. We had a theory that Nab-Nab was as aggressive as he was. Nab-Nalina war ein Einfall, damit man Nab-Nab ein bisschen im Zaum halten kann. As the collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Oh nein, ich muss die Operation durchführen! Procedures are very delicate. Ich kann nicht mal pausieren. Genaue Anweisungen befolgen. Wir müssen die richtige Konzentration ihr geben, 6 Mal. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration. Then collect it in the syringe and give it to Nab-Nalina. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors. And when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal... Ich muss diese Dinger im Auge behalten. Die müssen laufen, damit alles passt. Will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess Ich brauche die Drohne. In the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the four deplete completely. Wenn irgendwas davon aufgebraucht ist, bin ich dead, Leute. So viel ist es. Ich muss ein Gevanium-Verfahren durchführen. Good luck. Warte mal. Ey, Bro, warte mal. Warte doch mal kurz. Oh, baby. Muss jetzt schon direkt anfangen. Nee, Mann. Okay, chill. Ich bin sofort da, Chat. Ich muss mich vorbereiten. Schwester! Schwester, ich brauch Handschuhe. Ich brauch Haube. Ich brauch alles. Was haben Sie da? Wo ist der Kittel? Verdammt nochmal! Hey, haben wir Kittel, Handschuhe, Maske? Ich brauche eine Maske, Schwester. Eine Maske brauche ich auch noch, natürlich. Wo ist die Operationshaube? Oh, verdammt nochmal. Muss ich hier schon wieder operieren oder was? Das kann nicht wahr sein. Das hat mir heute keiner erzählt. Verdammt nochmal! Da setze ich mich da eben ran, dann mache ich das! Ja, ich bin auch gleich, ich bin gleich soweit, kleinen Moment. Okay. Ohne Momento. Ach, verdammt, ich muss hier schon wieder operieren. Weißt du, da mache ich, dachte, das wird heute ein Livestream. Dass ich hier als Polizist, als Arzt arbeiten muss. Ja, woher soll ich das denn wissen? Das hat mir keiner gesagt. Gut, ich bin bereit. Ist der Patient aggressiv? Ja? Oh no. Okay, alles klar. Also, was machen wir denn mal? Ja, ein guter Doktor weiß, wie man mit Givanium umgeht. Okay, ja, fangen wir mal an. Kann ich jetzt anfangen, bitte? Ich will anfangen! Schwester! Fangen Sie! Ja, klappt nicht so ganz. Oh Gott! Der Patient ist auf der Waage! Und jetzt? Oh Gott! Ist sie betäubt? Chat, ist sie betäubt? Gut, dann fangen wir doch mal an.
Patient ist da. Wir können anfangen. Nein. Ich muss pink mischen. Also rot und blau. Ich brauche eine Spritze. Wo ist die Spritze? Verdammt nochmal. Oh, verdammt. Das wird hier schwierig. Okay, das sieht alles gut aus. Ich nehme mal die Spritze. Wir holen uns das Zeug. Injizierung beginnt. Oh Gott. Das hat geklappt. Okay. Schwester, das hat irgendwie nicht so... Oh Gott. Drohne. Drohne. Oh. Hallo. Moin. Patient drückt unruhig. Den Daumen nach oben, wird man euch los. Oh, wow. Wenn da sind. Sehr, sehr wildes, grün-rotes Herz. Wir haben die OP verkackt. Ich hab meine Arztlizenz vom Flohmarkt. Muss ich auch dazu sagen. Okay? Wir gucken, wir schaffen das. Uff. War gerade ein bisschen auf jeden Fall schwierig. So, wo ist die Drohne? Patientin auf dem Tisch. Komm, rauf da. Sehr gut. Alright. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Injizierung beginnt. Wir brauchen hier wieder rot plus blau. Okay. Ich muss die Power Suppliers irgendwie machen. Sieht gut aus. Wo ist die verdammte Fernbedienung? Hat geklappt. Ich muss einen roten jetzt machen. Schwester, das könnte ein bisschen kritisch werden hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben injiziert. Eieiei. Okay, ich muss ganz schnell dafür sorgen, dass der Kram hier wieder läuft. Verdammt nochmal, warum fällt dir denn immer die Technik aus? Das kann doch nicht sein. Verdammte Billiggeneratoren. Ich sag's dir, wie es ist. So, hier einmal rauf da. Mach jetzt wieder an da in den Computer. Wie sieht's aus? Wie geht's jetzt weiter? Es geht weiter. Okay, ich muss blau machen. Blau, blau, blau. Mach hinne. Alright. Okay. Generator aktivieren. Komm schon. Sieht gut aus. Wir können weitermachen, oder? Wir müssen hellblau machen, also blau und grün. Blau, grün. Die Operation läuft gut, Leute. Die Operation läuft gut. Okay, rein damit. Passt alles? Ah, die Technik ist wieder ausgefallen. Dankeschön für nix. Verdammtes Krankenhaus hier. Perfekt, okay, das passt. Ich muss pink machen. Rot und blau. Oder lila. Lila, je nachdem, ist mir egal. Komm schon. Okay, Spritze ist drin. Wir sind durch, wir haben die OP geschafft. Verdammt nochmal. Ich bin der Chefarzt.
Krieg ich noch mal so eine Operation, einfach aus dem Nichts. An einem Monster oder so. Knallt's. Da musste ich auch mal Lärm machen. Na, es tut mir leid, aber da muss man auch mal... Da muss man... Also das ist jetzt ein schwieriger Moment, ne? Soll der Patient wieder sich bewegen, so? Ist das gewollt? Oh no. Ich zieh mich mal kurz um. Verdammte Scheiße hier! Das kann nicht wahr sein! So, mir reicht's. Ich kündige meinen Job als Arzt. Da bin ich dann doch lieber YouTuber. So. Kurzen Trinker. Also, Nelina, können wir uns darauf einigen, dass alles cool ist zwischen uns? Ich hoffe, das war ein Ja, ne? Ja gut. Wie geht's jetzt hier weiter? Was ist das? Das Galvanium war leer irgendwie. Oder was? Junge, das war ja richtig knapp. Okay. I hope that wasn't too hard. Ich hoffe, das war nicht zu schwer. Anyway, grab the audio. Dein Ernst? Head back to the aquatic sector and play it on the big speaker in the lounge. Wir müssen die Audiodiskette abspielen. Zeit für eine spinnartige Vereinigung. Wir müssen zurück. Wir sollen das Tape jetzt irgendwie abspielen. Ich lieb dich einfach, Denno. Theresa, Küsschen. Ich freue mich, dass du da bist. Natürlich, solche Streams, ne, müssen ja auch von Entertainment geprägt sein. Ist ja klar. Ihr sollt ja auch, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo auf meinem Kanal, solltet ihr dafür ja auch was bekommen. Falls ihr den Kanal abonnieren wollt, Leute, das ist kostenlos, ne? Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr zu Garten of Benben 3, weil wir werden ja das ganze Wochenende nur Videos über dieses Spiel machen. Würde ich mich natürlich freuen. Bro, liebe dich und Livestreams. Carmen, ich freue mich. Und Sprung. So. Wir sollen jetzt irgendwas abspielen. Napnap ist da hinten. Und Napnelina ist sozusagen der Charakter, dass wir Napnap beruhigen können. Der wurde extra dafür geschaffen. Und ich habe den verdammten Charakter gerade operiert, Mann. Heiliger. Ich starte rein. Was kommt jetzt? Was ist denn das hier? Ist das Napnelina? Parship.de? Leute, Parship oder was? Was geht denn hier ab? Was machen die da? At last. He's no longer miserable. Er ist nicht mehr unglücklich. I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below. They'd certainly fit. This is... Habt ihr das gerade gehört? Irgendwas hat gerade Ben hops genommen. Oh, heiliger! Leute, irgendwas ist da gerade bei Ben passiert. Habt ihr das Geräusch gehört? Was war das? Ich weiß noch nicht, wo es jetzt hingeht, ne? Ich habe weder eine Schlüsselkarte gekriegt, noch sonst irgendwas. Wo geht's jetzt hin? Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Da fiel ein Schrank um. Ein Schrank ist umgefallen, sagst du? Wie, da ist ein Schrank umgefallen? Safe nicht. Wir gucken mal. Die Tür ist auf jeden Fall gerade zugegangen. Paul Kellerbruder, du musst mal deine Quali hochstellen. Ansonsten tut es mir sehr leid, wenn das halt nicht hingehauen hat. Irgendwas liegt hier unten auf dem Boden. Wir haben Partyhut gekriegt von Napnap. Vermutlich. Okay, sehr cool. Aber ich kann mich nicht bewegen. Moin, Stinger Flynn! You have overstayed your welcome. Du bist hier nicht mehr willkommen. Warum denn nicht?
accepting it is long overdue. Oh nein, Stinger Flynn ist der Master of Master. Ich bin nur noch Abfall für ihn. Oh no. An old friend needs you a lot more than I do. They too are on a path to achieve. Feierabend. I already have more than enough subjects to move forward with my aspirations and my ultimate mental refinement. You just take a little nap while I transfer. Ich mache ein kleines Nickerchen, sagt er. Nein, 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 Stingy. Bro, oh nein, ich bin schon wieder RIP, Mann. Warum ist das denn so ein Gedankentyp? Warum macht er das denn immer? Hä? Hey, hey yo, Ben, was geht, Mann? Finally awake. Was geht, du Alter, was geht denn jetzt ab? Wir fahren durch eine Wüste. So, Singer, when are we arriving at this place called Beach? Wir fahren zum Strand, Leute. Was ist denn mit dem Vogel los? Kannst du mal aufhören, so zu kreischen? Nice. Stinger, wie fährst du, Junge? Hinter uns ist Snap-Nap. Alter, was? Snap-Nap muss uns hinterherlaufen. Er ist einfach... Oh nein. Er ist einfach der Loser. Den haben die nicht mal mitgenommen. Yeah, yeah. Damn. Er macht Musik an, Digga, auf Ehrenmann-Basis. Okay. Opila, what do you think about this? Aber ich weiß nicht. Opila, was denkst du darüber? Okay, ich wusste nicht, dass so cool ist. Awesome. Captain, what about you? Captain? Ich bin der Kapitän. Captain? Ach, Captain Fiddle! Moin! Was geht, Bro? Auch dabei! Okay, decent answer. Was ist denn das für eine Musik, Alter? Can you stop vocalizing for just one second so I can focus on the road? What do you mean focus on the road? We've been going in circles for hours. Stinger Flynn muss sich auf die Straße konzentrieren. Traue niemals einer Qualle, sagt Ben. Ja, also da sehe ich auch so, ne? Guck mal, wie er seine Arme da rauspackt. Hey, Bro, Mann. If your pathetic mouth utters another infuriating sentence, I will stuff your whole body in one of those stupid party hats on your head. Er droht Ben grad. Junge, was ging jetzt denn ab? Unfall gebaut, keine Ahnung was. Also ich glaube, Stinger Flynn ist doch ein böser Typ, ne? Ich bin wieder hier. Leute, was ist das für ein crazy Game? Wir spielen hier mehrere Realitäten gerade. Wie verrückt ist das? Was ist hier passiert? Was war das für ein Arm? Hallo? Habt ihr es gerade gesehen? Was war das denn für ein Arm? Ich kann stechen. Ich habe noch keine Ahnung, was hier passiert, Freunde. Alter Schwede, wir sind schon fast anderthalb Stunden im Stream. Game Ending ist noch nicht mal in Sichtweite. Ich schwör's euch, feier ich. Passiert hier noch was? Yo. Fahr mich rüber. Beam mich hoch, Scotty. Okay, ich aktiviere mal das Ding. Oh, geil, Alter. Oh, nice, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr chillig. Easy. Aim Master. Aim Master. Was? Den... What the hell? Jawohl. Haben wir geschafft. Okay, das finde ich schon ziemlich cool. Weiter geht's. Oha, wie schnell ist das denn jetzt? Alter, was? Junge! Okay, mach noch schneller. Ich kann das. Mach richtig schnell. Bruder, was geht denn hier ab, Mann? Mach doch nicht so schnell.
Digga! Völlig übertrieben! Easy. Alter, was? Echt? Was? Digga, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so übertreiben. Aber, ja, was soll ich sagen, ne? Also kein Problem, Digga. Crazy Maisy. Okay, wir haben hier hinten was. Wir gehen da gleich weiter drauf ein, auf diese Tür. Ich möchte nur einmal kurz festhalten, Leute. Man kann hier irgendwie nach unten gehen. Ich weiß aber nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht gibt es hier einfach noch ein Secret später. Wir machen ja noch einen Secret-Livestream direkt danach und checken ihn aus. Wir sind jetzt hier irgendwie in der Givanium-Station, ne? Ui. Tja, was soll ich sagen? Bisher... Finally, you're waking up. Nein. Nein, 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 nicht Ben Belina. It's scary here. That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls. Oh, oh. Yoshi kommt mit ins Spiel. He cannot know that we're alive. Die super geheime Jumbo Josh Lounge. Let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping. Okay, Yoshi hat uns gefangen genommen und wir müssen abhauen. Wir müssen aber alles wieder, wir müssen alles immer so lassen, wie es ist. Wir können überall gucken, aber wir müssen immer alles wieder so lassen, wie es ist, wenn er nach uns sieht. Wir müssen eine Flucht vorbereiten. Uff. Digga, jetzt brechen wir sogar noch aus dem Knast aus. End Training. Wie schwer ist das bitte? Okay, krass. Junge, holy moly, Mann, was geht denn jetzt ab? Was läuft denn hier? Ich setze mich hier hin. Yoshi kommt. La 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 la. Ich bin auf. Junge, moin! No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Oh mein Gott! Hallo? Was ist los gewesen? Ich glaube, ich war direkt dead. Alter Schwede. Okay, das ist wild. Das ist eine wilde Challenge. Jumbo Josh hat mich mal direkt gerippt. Die Tür ist noch offen. Oh, wir können die Türen schließen und wieder aufmachen. Oh, wild. Oh, Leute, das gefällt mir richtig gut. Okay, wir beeilen uns. Der Profi, Digga. Jetzt muss losgehen. Drohne! Ey, Leute, die Drohne ist doch Klopapier, Mann. Die Drohne ist doch Klopapier! Okay, und jetzt? Was ist jetzt passiert? Okay, ich denke mal, Yoshi kommt. Quick, sit down. He's coming. Ich kann die Tür hier wieder verschließen. Oh Gott. Alter,
Ist das gruselig! Leute, wie krass! Ich muss, glaube ich, in die anderen Räume noch gehen. Guckt euch das an. Mit Abstand eins der gruseligsten Scenes. Hallo, Yoshi! That's not how the secret club's entrance is supposed to be! Bitte nicht. Ich bin direkt wieder tot gewesen. Ich weiß nicht, warum. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Was machst du am Ende oder das Gleiche? Darf ich mich nicht bewegen? Vielleicht darf ich ihn auch gar nicht angucken. Es könnte sein. Es könnte sein, dass ich ihn nicht mal angucken darf. Oh Gott, Leute. Das ist einfach nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Okay, wir gehen mal hier rüber. Ah! Okay, wir machen es von hier aus. Oh Gott, ich bin so dumm. Yes! Den ersten Ball habe ich mir geschnappt. Zack, Würfel genommen. Zack, durchziehen. Okay. Was ist hier drin? Noch ein Rätsel. Okay. Alright. Wir machen einen chilligen. La 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 la. Yoshi, du süßer Typ. Ich mach überhaupt nichts. Ich guck ihn gar nicht an und ich mach einfach nichts. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Wehe, der holt mich jetzt. Was? Ja, aber die Tür war, die war schon offen, Freunde. Die war schon offen. Weißt du, wie ich mein? Ich gehe mal einfach nicht dahin. Vielleicht will Bambelina mich killen. Weißt du, wie ich mein? Du bist doch gemein, oder was, ne? Du bist doch fies. Muss ich die Blöcke auch noch wegtun? Es könnte sein. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich... Nein, 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 safe nicht. Oder vielleicht sieht er die nicht, sozusagen. Das könnte natürlich möglich sein. Wir könnten die Blöcke vielleicht in dem Raum lassen. Vielleicht darf er das nicht sehen, dass ich die Blöcke habe, Leute. Könnte sein. Ich lasse die Blöcke jetzt mal hier. Was ist das für ein Zettel? Hier ist ein Zettel auf dem Boden. Digga, Nap, komplett Feierabend bei dem. So, Yoshi, wie sieht's aus, Bro? Ich pack jetzt mal die Blöcke erstmal weg. Quick, sit down. He's coming. Ich muss mich hier hinsetzen. Okay, ich habe die Blöcke weggelegt. Sie sind im anderen Raum, aus der Sichtweite. Vielleicht sieht er, dass ich die dabei habe. Jetzt vielleicht nicht. Wir gucken mal. Nein, ich glaube nicht, dass sie die Tür zumachen müssen. Die war auf. Die Tür war offen. Da ist nichts mit gewesen. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Ich bin... Also, das könnte ich mir nicht erklären, wenn... Ich versteh's nicht. Du musst auf dem Platz sein, wo du gespawnt bist. Ich habe gerade geguckt. Ich kann mich nicht auf den anderen Stuhl setzen. Die Reihe der Klötze. Lass mich mal kurz gucken. Nee. Die Klötze werden wieder so reingepackt. Vielleicht muss ich... Ich mach mal jetzt gar nichts. Oder ich lese mal die Notiz hier.
Okay, also im Prinzip nichts. Ich mache jetzt mal gar nichts. Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Ich will gucken, ob das an den Blöcken liegt. Ob wir alle Blöcke ganz schnell wieder aufstellen müssen. Weil, also es ist halt irgendwie doof, ne? Weil wir schaffen ja nicht alle drei Räume direkt. Deswegen. Quick, sit down. He's coming. Ich habe jetzt nichts getan. Nichts weggelegt. Doch, die Blöcke sind nicht richtig. Doch, 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 doch. Ich guck halt. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Ich hab nichts verändert, nichts getan. Okay, jetzt würde ich sagen, verstecken wir uns mal in einem Raum. Du hast die Tür aufgemacht. Ich glaube, du musst einen anderen Platz finden. Die Tür ist zu, nicht wie vorhin, meinst du? Ich gehe jetzt einfach mal in den Raum, ne? Denno, hör auf den Chat, Mann! Junge, hier schreiben 2800 Leute irgendwas. Jetzt halt mal die Klappe, Mann! Meine Güte! Junge, ey! Entspann dich mal! Digga, ich zieh jetzt so durch. Ich zieh so durch jetzt. Ist mir egal. Kann ich vielleicht, warte, ich habe eine Idee. Ich kann die Blöcke nicht wegpacken. Das ist ein gutes Zeichen. Allerdings würde ich mich hier gleich drin verstecken. Hab ich genügend Zeit? Das schaffe ich doch safe nicht, Mann. Gar nichts mache ich. Gar nichts. Ich bleib schön hier. Ich versteck mich jetzt. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Okay, auch hier wieder verloren. Ich denke, ich weiß nicht, Mann. Ich hab mich versteckt, aber Nelina sagt die ganze Zeit nein. Das war Jumbo Josh, genau. Ich muss jetzt tatsächlich mal schauen, wie wir das Rätsel knacken, meine Freunde. Es ist tatsächlich nicht ganz so easy. Luke, wenn, also Caro, guck mal, was der Luke und DB schreibt. Schreibst du das nochmal, Digga, von wegen, du weißt, wann Poppy Playtime 3 rauskommt. Bro, du nervst mich damit schon seit ein paar Tagen im Stream, ne? Das ist richtig belastend. Diese Bausteine, die gehen hier. Ist nicht wahr. Es liegt an den Bausteinen. Ach was! Es liegt an den Klötzen! Ja gut, dann kann ich ja eigentlich nochmal direkt drauf gehen, oder? Ich guck mir das mal schnell hier an, wie das gleich laufen wird. Wir haben da einen Stein. Also von hier springen wir hier rauf. Und ich guck einmal kurz. Wir werden jetzt nochmal drauf gehen. Ich muss mir gleich die Reihenfolge merken. So geht die. Also, einmal so ein Z. Und wir müssen die Bausteine genau wieder so ranstellen wie vorher. Hallo, Yoshi, mein Bester. Ah, so sollte der Eingang in den geheimen Club nicht sein. Genau das ist das Problem die ganze Zeit gewesen. Alles klar. Jetzt ist mir alles klar. Okay, jetzt weißt du, wo der Fehler war. Alles klar, dann gehen wir rein.
Ja, aber da steht ja auch nicht, in welcher Reihenfolge. Es ist ja nicht so, dass ich die Blöcke aufnehme und dann wieder reinpacken kann. Weißt du, wie ich meine? Sondern ich muss ja auch die Reihenfolge so ein bisschen checken. Also, grau, grün, rot, gelb. Grau, grün, rot, gelb. Grau, grün, rot, gelb. Grau, grün, rot, gelb. Perfekt. Genau so passt es. Ja, dass ich den Würfel aber auch nur platzieren kann. Also ganz ehrlich, Scam. Wir nehmen den Würfel mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Die Tür hier lassen wir offen. So, wie machen wir es da gleich? Ich würde sagen, Tür kurz auseinander. Zu schwierig. Ich glaube, die können wir erst als letztes machen. Ich mach zu. Ja, wir müssen warten. Wir müssen warten. Quick, sit down. He's coming. Ich glaube, wir können ihn aber angucken. Ich denke schon. Wir haben jetzt den Secret Entrance. Hä? Der. Ach so, das ist blau. Jetzt ist auf einmal kein Grau mehr. Jetzt kommt er hoch. Sie sagt nichts. Er ist weg. Jawohl. Weiter geht's, Chat. Wir sind da, wir sind da. Wir leben. Sehr gut. Okay. Drohne, ich brauche dich mal ganz schnell. Fahr mal hier mal richtig easy gegen jetzt. Ich kann diese verdammte Ding nicht aktivieren, ne? Okay, beinahe haben wir's. Beinahe. Ich mach die Tür erstmal wieder zu. Wir nehmen mal die Dinger hier mit. Ich komme bei dem anderen definitiv nicht ran. Wir brauchen erst das Ding. Ich muss einmal überlegen, wie das funktionieren soll. Ich hab's. Das wird close. Hilf mir, die Gleichung zu lösen. Ich habe alles richtig, alles sauber gemacht. Okay, passt. Die Türen sind alle zu. Okay, okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Yoshi kommt wieder. Moinsen, Brie. Nein, Babylon hat irgendwas falsch gemacht. Hä? Ich habe keine Ahnung, was sie getan hat, ne? Babylon hat dümmster Mate. Dümmster Mate, den es gibt. Wirklich der dümmste Mate. Ist egal. Der dümmste Mate. Pass mal auf, wie ich jetzt das... Pass auf. Ich mache jetzt Rätselmaster. Grau, grau, grün, rot, gelb. Grau, grün, rot, gelb. Grau, grün, rot, gelb. Okay. Ich bin jetzt... Digga, ich bin Experte. Experte in diesem Game. Pass auf. Bam. Dem, dem, dede, dem, dem, dede. Oh, oh Gott. Ich bin Experte, Leute. Das war mit Absicht, weil, weißt du? So. Wir nehmen mit. Das nehmen wir auch mit. Tür auf. Mach hinne. Junge. So reingeschwitzt. So reingeschwitzt, Leute. So reingeschwitzt. Hey, come help me solve this equation. Tja. Ich habe alles gelöscht. Ich habe alles gelöscht. Ich habe alles gelöscht. Das war eine Fake-Gleichung, Leute. Ich habe einfach die Gleichung gelöscht. Perfekt. Puh. Kurz Speedrunner gemacht auf chillig. Leute, der Profi. Na? Also Ben Belina, du bist dumm. Du bist dumm. Du bist der Mensch mit unter 30 IQ. Josh.
Joshi, unter 30 IQ. Ich sag, wie es ist. Okay, wir können weitermachen. Mach auf jetzt die Tür. Okay. Drohne. 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 Mach die verdammte Tür auf jetzt! Schlüsselkarte. Ich hab die grüne Schlüsselkarte. Sehr gut. Gott sei Dank. Ich kann rausfetzen. Yes! Wir haben's geschafft, Alter. Joshi, easy. Das war's, Bro. Tschüss. Bam Belina kommt mir hinterher. Warum? Wo geht's denn jetzt hin? Hä? Alter Schwede. Das war ein ekliges Game. Ich sag euch, wie es ist. Oh, es geht noch zum Känguru. Caro, kannst du den Stream im Auge behalten? Du musst ihn umplanen auf 6:30 erstmal, okay? Ich würde sagen, so 6:30 ist schon ganz gut. Wir schaffen das wahrscheinlich nicht rechtzeitig. Nehme ich stark an. In einer halben Stunde sind noch Benachrichtigungen sonst, weißt du, ich meine? Also es wäre gut, wenn du ihn noch einmal umplanst. Sonst von mir aus gerne immer im 5-Minuten-Takt umplanen, bis das Ende absehbar ist. Wir haben die letzte Schlüsselkarte jetzt gefunden. Also ich denke, in einer halben Stunde zocken wir noch. Es könnte knapp werden. Deswegen machen wir lieber 6:30. Dieser Stream hier ist noch nicht vorbei. Danach gibt es sogar noch einen. Wir gucken uns noch die Secrets an. Wir haben noch Tapes und so weiter. Das gucken wir später nochmal alles. And I expect you to be there before the 4th lesson starts. Trust me, you do not want to miss that one. Ja, fahr mal nach oben. Fahr nach oben und rede nicht. Boah, schlimm. Menschenskinder, ey. So, was haben wir hier? Der Medical Sector. Ich denke, in den müssen wir jetzt rein, ne? Oder? Nee, ich glaube, wir müssen geradeaus fahren. Boah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Machen wir mal. Denn es sind 2853 Zuschauer. Ich freue mich. Ich freue mich. Schön, dass ihr alle da seid. Leitest du uns dann zum zweiten Stream? Yes. Zeige ich euch gleich alles. Also, wenn es dann soweit ist. Ganz entspannt erstmal, ne? Ganz entspannt. Das ist die grüne Tür, denke ich. Wir sind jetzt im progressiven Sektor. Nicht mehr im Medical Sektor, Leute. Wir sind jetzt im progressiven Sektor. Ich habe keine Ahnung, was hier geht. Alter, was ist das denn? I gleich 1, 2, 3, 4, 5. I plus I, Opilla plus I, Opilla minus I, okay. Tata Bird? Es gibt ein Männchen. Tata Bird. Beschütze die, die du liebst. Okay. Heute wurde Fall 13, also Stinger Flynn, die Qualle, seinem menschlichen Genomspender vorgestellt und die Ergebnisse waren nicht so, wie sie erwartet haben. Okay, also nichts Wichtiges jetzt hier. Also wirklich nichts so für die Story. Das jetzt zu übersetzen wäre sinnfrei. Also stand jetzt echt nichts Wildes drin. Aber das hier ist wild. Was geht hier ab? Ich habe Angst vor diesen kleinen Vögeln, weil ich genau weiß, wer dann kommt. Oh nö. Leute, Mann. Hallo? Kleiner Vogel. Wie bekommt man ein... Wie zähmt man einen Riesen... Vogel, einen großen Riesenvogel. Du musst High Ground kriegen, also oben sein. Dann musst du auf den Rücken landen und ja, dann das Ding einfach mal reiten, ne? Ups. War nicht so eine gute Idee.
Ich denke, Evil Batman kommt gleich, ne? Wir kennen die Scene. Ich glaube schon. Junge, habe ich gezuckt. Slide, was soll ich sagen? By the way, Bro, streamt jetzt schon hoch, aber ich habe schon gesehen, 19 GB, ne? Also, es knallt. Es knallt, Digga. So, was haben wir hier? Da oben ist ein Schreibtisch. Da können wir nicht viel machen. Ich glaube, wir müssen erstmal diese Knöpfe machen. Ein Ei plus ein Ei plus ein Ei sind 3. Opilla minus Dis ergibt 2. Warte mal. Also ein Ei ist 1. 1 plus 1 sind 2. Opilla minus Dis Ding sind 2. Das Ding ist 2. Das heißt, das Ding ist eine 4. Opilla, also 4 plus, ja, das sind dann 5. Und 4 minus 1 sind dann 3. Das ist der Code. 1, 2, 5, 3. Hier geht's weiter. 2 plus 2 sind 4. 2 minus 1 sind 1. 2 plus 1 sind 3. Und das ist eine 4. Alright. Tür ist geöffnet. Da hinten ist noch was Interessantes irgendwie auf dem Tisch. Was ist das denn? Mr. Carbob? Man? Digga, wer bist du denn, Alter? Was haben sie denn mit dir gemacht, Bro? Leute, ist das euer Ernst? Wer ist er denn, Mann? Ich check gar nichts mehr. Mr. Carbob. Völlig crazy Charaktere. Wo geht's hier hin, bitte? Wie viele Türen sollen kommen? Ja. Hier liegt ein Zettel. Gucken wir uns später an. Gucken wir uns später an. Bro, wie viele Türen gibt es hier? Wie viele Türen? Alter! Was ist das denn? Wer ist er denn? Alter, was ist das denn? Diggi! Yo! Alright, Alter, Bossfight! Da hinten. Drohne fliegt. Drohne fliegt! Oh Gott! Drohne fliegt dagegen! Fliegt da noch gegen! Wow! Puh. Okay, wo jetzt? Huh. Oh, Digga, diese Riesenzunge, Mann! Was ist er denn? Ach was. Yo! Okay, das ist echt sehr wild gerade. Ich hab kein... Ah, da hinten ist was runtergefallen. Da ist was runtergefallen. Da ist was runtergefallen. Rüber. Komm schon, Digga, Rakete. Ich hab sie. Wo rein damit? Ton gleich roter Knopf gleich Rakete. Ich habe die Rakete in die Zunge gesteckt. Das hat wehgetan anscheinend. Oh, Junge, der hat mich sowas von hops genommen.
Alter, crazy. Das ist der erste Bossfight, den wir haben. Voll krass. Okay, dass es sowas halt gibt, ne? Wir hatten einen roten Knopf jetzt. Damit müssen wir die Rakete in seinen Rachen reinschieben. Und dann geht's wieder rein. Oha, sehr wild. Ein Chamäleon, eine Schildkröte in einem, wie heftig, ne? Safe, Alter. Okay, wir müssen erstmal gucken, was geht hier? Wo ist der rote Knopf? Mach hinne! Bin tot. Ey, crazy. Okay, also, wir müssen viel rumlatschern. Fragt doch bitte nicht immer, wie lange der Stream geht, Leute. Fragt nicht immer. Kommt einfach rein und geht wieder los. Ihr könnt ihn doch nachgucken. Was ist denn? Was ist denn los? Ist doch egal, wie lange der geht. Der geht noch echt eine Weile. So, Bro, ich fange jetzt hier drüben an. Wir gehen von hier. Oh, das hätte ich vielleicht eher nicht machen sollen. Da ist die Rakete. Ich glaube, von der Seite her schießt er mich immer nur ab und hier in der Mitte kommt er mit der Zunge. Hey, Bre! Schieß mal deine Zunge rüber. Okay, das Ding ist drin. Hat auf jeden Fall schon mal wehgetan. Es qualmt ein bisschen bei dem. Guck dir den Mann, das hat doch was von Zolfius, der Typ. Na? Okay, 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 okay. Puh. Alright, ich bin ready, Mann. Komm, bring mir deine Zunge, du verdammtes Stück. Schlitzauge. Schlitzohr meine ich. Okay. Wenn ich jetzt richtig in der Annahme gehe... Was für ein Trottel. Oh nee, ne. Die Drohne ist so dumm. Junge, die Drohne ist so dumm. Oh nee. Liegt dagegen, Mann. Rakete liegt. Komm, Jung, komm! Komm schon! Schmeiß mal deine Zunge rüber! Okay, war's das? Das hat ordentlich wehgetan. Wird der jetzt sauer? Digga, einfach erledigt. Wir haben's! Bam! Yo, okay. Puh. Digga, ganz wild. Ganz, ganz wild. Zwei Hüte. Ich weiß nicht, was ich mit denen soll, ne? Nimm dir das mal mit. Junge, Junge, Junge. Das war ja auf jeden Fall schon mal was ganz, ganz anderes. Dieser andere Bossfight.
Ich weiß doch nicht, was das für eine... Was war das für einer, ne? Braucht jetzt seine beiden Hüte oder was? Hier. Ja, der braucht die beiden Hüte, dann ist der Charakter vollkommen sozusagen, ne? Behave or get banned. Benimm dich oder du wirst gebannt. Behave or get banned. Digga, was ist das denn? Three stones with one bird. Kannst du dich mal bewegen, Digga? Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Was mach ich da? Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Three stones with one bird. Okay. Einfach atmen, Digga. Behave or get banned. Der Vogel ist weggelaufen. Oh, baby. Donation. Was ist jetzt los? Ich habe jetzt den Vogel geklaut. Ich hab den Vogel geklaut. Oh Gott! Hey, ich bin doch auf den Vogel raufgegangen! Ich hab... Ich bin noch nicht so sicher. Ich bin echt noch nicht so sicher. Okay, ich muss das Ding jetzt wieder von vorne dahin bewegen, ne? Das ist natürlich... Das war gerade der Papa Bird irgendwie mäßig. Bro. Sag mir nicht... Die beiden Hüte sind da hinten. Ich muss jetzt aber nicht den Boss wieder killen, ne? Ey... Leute, ich muss sagen, das ist nicht so cool, dass man jetzt die Hüte wieder einfangen muss, ne? Weiß ich ja nicht. Da liegt noch ein Zettel. Die können wir uns... Lol, was ist das denn? Zolfius hat irgendwas mit denen gemacht. Crazy. Komische Zeichnung. Können wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Kaugummi! Nee, Kumagami, Digga! Ich hab's gerade gesehen. Ist Dono Alert schon durch, ja, ne? Danke für 5 Euro, René. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Three stones with one bird. Junge, lauf jetzt! Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Three stones with was soll denn sowas? Hand over your pancreas. Schieb den doch mal dahin. Zockerfreak, bis dann. Zolfius war dieses komische Mondgesicht. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Behave or get banned. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Bus geht raus. Scheiße, ist der Vogel schnell. Okay, ich hab ihn gleich, Digga. Ich spring von da einfach straight drauf. Ich bin doch drauf gewesen. Was soll ich denn sonst machen? Hä? Ich versteh's nicht. Ich hab doch alles richtig gemacht. Oder? Sollte ich irgendwas anderes machen? Jetzt muss ich schon wieder diese Dinger holen, ne? Werf den Vogel, kann ich nicht. Ich kann den Vogel nicht werfen. Der setzte Problem.
Tu das Baby weg, drück mal eh. Also, das könnte vielleicht klappen. Ich habe eben versucht, also so wie ich den Vogel nehme, so kann ich ihn nicht wieder ablegen. Leider. Ich habe mich versucht, auf den Vogel raufzusetzen und es ging auch. Aber ich muss, glaube ich, den Vogel irgendwie loswerden. Weißt du noch nicht wie? Ich saß auf dem Vogel schon drauf. Ich muss aber das Baby, glaube ich, zurückgeben. Wir sind jetzt 2 Stunden live, ne? 2 Stunden jetzt. Heiliger Bimbam. Krass. Ja, Gudi. Also, wie man einen großen Riesenvogel tämt. Wir müssen Highground kriegen, haben wir. Dann müssen wir auf dem Rücken von dem Subjekt landen, interacten mit Air. Das weiß ich nicht. Was soll das bedeuten? Mods, könnt ihr es einmal kurz checken? Interacten mit Air. Ich bin der Meinung, man soll halt einfach nur nicht zu hoch sein. Hätte ich jetzt gesagt. Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Ob ich damit was machen kann? Three stones with one bird. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Three stones. Euphoric Brothers ist auch dabei. Bros. Nice game. Really nice game, but you need to tell me three how I can tame that bird, man. Weiß halt nicht, ob es die echten sind, ne? Ich weiß nicht, ob es die echten sind. Keine Ahnung, ob die verifiziert sind. Ich glaube nicht. Okay, lass mal sehen. Was haben wir hier? Also, wir können den Vogel ja erstmal erschrecken. Mach jetzt erstmal nichts. Als erstmal nichts. Der Drohne muss ich aber nichts machen, ne? Ich kann den Vogel nicht mehr ablegen. Aber das kann ich machen. Digga, das juckt den gar nicht! Das juckt den gar nicht! Ha! Nice try! Nice try, Digga. Aber nix. Ich kann den Vogel nirgendwo hinpacken. Tschüss! Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, Junge. Das war's jetzt. Komm schon! Ich sitz drauf. Ich hab gedrückt. Ah, ich muss schon wieder zurücklaufen. Och, Mann, ey. Nee, ich glaube, also nicht in die Tür, wenn geöffnet ist. Ich glaube safe nicht, dass wir da durch können. Das wäre zu einfach. Man, hätte man den Safe Point nicht einfach mal ein bisschen weiter nach vorne setzen können? Der Weg da hinten ist voll nervig. Da war ein Zettel auf der Plattform hinten links. Ja, den checke ich gleich mal aus. Aber vom Ding her, also ich weiß nicht, ne? Ist ein bisschen tricky, Digga, den da zu tamen. Und ja, wir müssen gucken, Mann. Wir müssen gucken. Also vielleicht ist es ja auch tatsächlich so schwer, aber ich finde, dann hätte man auf jeden Fall jetzt nicht, dass wir hier wieder hinlaufen müssen und diese Hüte holen, weißt du? Das hätte nicht Not getan. Ich sag, wie es ist. Ich glaube, die Euphoric Brothers gucken gerade bei jedem im Stream einmal rein, ne? Und bei jedem so ein bisschen und sagen so einmal Danke. Ich denke mal, die wollen sich einmal nochmal kurz zeigen und sind dann wieder los. Wir werden bestimmt heute auch noch ein bisschen zu tun haben.
three stones with one bird. Behave or get banned. Hand over. Nein. Three stones with one bird. Three stones. Leute, einmal Like-Welle machen. Lasst mal ein Like für die Entwickler da, ne? Die sollen das mal sehen. Absolut cooles Game, Mann, muss ich schon sagen. Digga, geil! Glitch! Glitch! Oh, ich konnte fahren. Ich konnte mit dem Ding fahren. So, Junge. Ich bin bereit. Bereit! Was? Hey, mal, was läuft? Was geht denn jetzt ab? Oh, oh. Okay. Bird riding is a new one. Vogelreiten ist neu, sagt er. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective parental instinct. Guckt euch den an, Mann. Oh, I know. Someone has given you false hope. Promised you what you want, when all along they had one thing on their mind. Pancreases. Ich glaube, der macht was mit Ben-Ben, ne? Ich glaube, der kontrolliert alle Charaktere, Leute. Ich glaube, Stinger Flynn kontrolliert alle und macht die wahnsinnig. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. And as with most things, I was right. You did have help. Your friend here. Bringt nichts. Helped me tremendously. Thanks to him. I bore witness to very vital information. Was geht hier, Mann? What information, you ask? Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Ah! Was ist das denn? Was geht da drüben? Oh, oh. Nein! Nein, 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 nein! Okay, krass. Ich weiß wahrscheinlich schon, wie es funktionieren wird. Aber das mussten wir auf jeden Fall noch einmal sehen. Das mussten wir noch einmal sehen. Uff. Digga, die Szene ist nicht... Ja, das Fanmade haben die aus dem Trailer übernommen. Oh. Langsam, langsam. Ich glaube... Ja. Oh, Digga, ist der krass aus. Ich glaube, Opilla muss da als erstes durchlaufen, Leute. Opilla läuft durch das pinke Licht, ich laufe durch das grüne Licht. So wird's funktionieren. Ich dachte erst, die Tür muss zugehen, aber jetzt glaube ich, dass die Lichter wichtig sind, weil ich habe gerade so an dem Schild da gesehen. Ich glaube, Opilla muss da als erstes durchlaufen. Wir müssen auf chillig bleiben. Ganz nach dem Game of Garden of Batman 4 Trailer regeln, wenn wir es schaffen. Es wird sehr knapp. Ich habe in 20 Minuten eigentlich schon den nächsten Livestream. Hier. Seht ihr das Licht? Ganz langsam. Wir müssen auf Opilla warten. Oh, crazy, Digga. Was für ein Game. Opilla, lauf mal, beweg dich. Yes. Oh, da ist Batman. Oh nein, Opilla. Opilla, lauf schneller. Batman kommt. Batman kommt! Okay. Oh, das sieht so crazy aus. Oh, Peter, beeil dich. Alter, der kommt gleich, ne? Oh, Peter!
Nein! Oh, Pillermann, du bist doch langsam! Ey, Crazy, Opilla, richtig slow, richtig slow. Ich darf nicht so auf Gaspedal treten. Wir müssen relativ gleich laufen, denke ich. Ich denke, das wird der Schlüssel sein. Opilla versaut alles, ich weiß. Opilla, so. Auf entspannt. Ich laufe mit Opilla zusammen. Komm schon, beeil dich, nimm das Baby mit. Ich bin halt einfach schneller, ne? Nee. Boah, Junge, da hinten ist Ben, Mann, der Vernichter, Leute. Okay, wir pacen mal wieder ein bisschen. Muss ein bisschen vor ihr laufen. Guck dir das an. Warum ist der so wahnsinnig, Leute? Das nächste ist Opilla. Opilla, komm, zieh. Zieh! Zieh durch! Bisschen Pace. Alter, Bam wird immer schneller, ne? Wir müssen langsam machen, auf Sneaky-Basis. Chillig bleiben. Und es geht weiter. Das ist meine Tür. Komm schon, aufmachen. Opilla auf entspannt. Komm schon. Und weiter. Durchziehen. Formel 1. Ich mache ganz langsam. Junge, viele Türen das sind. Puh. Ich hab ihn im Auge. Wir sind durch. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to Yoshi? Was geht denn jetzt ab? Digga! Bossfight gegen Yoshi und Ben oder was läuft da? Ich bring mich in Sicherheit. Guckt euch das an! Oh Junge, hat der den weggeklappt, Alter! Bro, da ist Feierabend! Ding Dong! Was geht bei dem ab? Oh nein. Jo, wie groß der ist, Mann! Was macht Yoshi da? Hat Yoshi gerade Stinger Flynn einen Finisher gegeben? Was geht denn jetzt ab? Bro, einfach so direkt KO. Yo, krank. Okay. Finde das Königreich. Finde den Sheriff. Lass Jesta dich nicht finden. Was? Ein Opilla-Baby? Nein! War's das? Sind wir durch? Uff! Big Uff! Das war's, wir sind durch. Garten auf Ben 3 ist beendet. Feierabend. Crazy, wir gehen direkt rein. Ich will wissen, wie geht's in Chapter 4 weiter. Wir gucken rein. Lasst mich einmal das Game schließen.
Lasst erstmal ein Like da für das geile Finale. Also das war auf jeden Fall schon ziemlich cool. Muss ich schon sagen, haben die Entwickler mal wieder richtig einen rausgelatzt. Also muss ich schon sagen, ist ziemlich, ziemlich cool. Jetzt haben wir hier Garden of Banban 4 direkt. Also es gibt einen weiteren Teil. Der ist natürlich schon auf der Wunschliste. Und ich bin gespannt. Wir gucken natürlich bei den Euphoric Brothers direkt auf den YouTube-Kanal, weil die werden den da gemacht haben. Das supportet die auch ein bisschen. Deswegen machen wir das da. Wir gucken direkt rein. So, was haben wir hier? Euphoric Brother. 2 Stunden her. Garden of Banban 4 Official Teaser Trailer. Wir gucken rein. Was ist das? Was erwartet uns dort? Let's see. Die Zeichnung haben wir gefunden bei dem Demon vorhin, den wir gekillt haben. Sheriff Todster? Vielleicht? Oder was ist das? Da ist ein Hut. Was hat der denn zu bedeuten? Ein Stern. Sheriff Todster wird die nächste Hauptperson in Garden of Banban. Sheriff Todster ist die nächste Hauptperson. Leute, das war's mit Garden of Banban 3. Wir sind fertig. Schmeißt einen fetten Like in den Stream rein. War auf jeden Fall absolut wild. Meine Freunde, wir gehen jetzt auch gleich direkt rüber. Es geht weiter auf Denome Live. Ein komplett unbekannter Kanal für euch. Das ist mein 5. Kanal. Wir wollen auf diesem Kanal allerdings öfter streamen und es bietet sich jetzt halt aktuell an. Deswegen, ich schicke euch gleich mit rüber. Würde ich mich natürlich freuen. Wir sind jetzt 2700 Zuschauer. Ich hoffe, ihr seid gleich da. Wir gehen gleich Garden of Banban 3 rein und lösen die Secrets. Wir lösen alle Secrets, die wir dort finden können, die mir aufgefallen sind. Mein Mod-Team und so weiter hat alles aufgeschrieben. Da werden wir gleich quasi nochmal einen Spieldurchlauf machen und gucken auf die Secrets. Und auf diesem Kanal sind wir gleich am Start. Ich hoffe, ihr seid gleich mit dabei. Ich kann mal hier auf Livestream gehen. Da ist er. 22 warten hier schon. Hier gehen wir gleich rüber und wir gucken uns die Secrets an. Ich schmeiß mal einmal rein. Hier geht's weiter. So, ich pinne das einmal an, Leute. Und ihr werdet gleich automatisch dort rübergeleitet. Ich bin um 6:30 am Start. Ich muss mich einmal kurz mit den Leuten besprechen, also mit meinem Team und so weiter. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Wir sind auf meinem Kanal soweit durch und wir machen das ganze Wochenende jetzt Garden of Banban 3 Videos und natürlich auch wieder Hacking-Folgen, meine Freunde. Das wird alles kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen schönen Stream, für die geile Aktion. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann gleich bei Denome Live. Und lasst ein Abo da, ne? Digga, der Kanal hat 3180 Abonnenten. Also da geht noch einiges. Heute die 5000 sehe ich, definitiv. Also macht die 5000 heute voll. Macht den Denome Live Kanal richtig fett. Und dann streamen wir da öfter einfach mal abseits des Main Channels, abseits vom Tagesgeschäft. Bis gleich, Freunde. Wir sehen uns gleich auf Denome Live auf meinem anderen Kanal. Ich freue mich. Bis um 6:30. Kuss, Kuss. Denno, out!